Also er war wunderschön und konnte unglaublich gut Klavier spielen. Und außerdem, glaubt ihr nicht im Ernst, dass ich euch das erzähle, oder? So, gehen wir mal auf was war meine erste große Liebe. Und da nehme ich mal Music was my first love and it'll be my last. Also man hat mir erzählt, und ich weiß es auch ehrlich gesagt noch, dass bei uns im Garten eine Schaukel stand und ich habe da als kleines Kind mich draufgesetzt und geschaukelt und die ganze Zeit gesungen und der Nachbarschaft erzählt, was es bei uns zum Mittagessen gibt, was wir gemacht haben, was ich an neuen Klamotten gekriegt habe, was nicht so viel war, weil es ist ja schon lange her, da gab es noch nicht so viel. Und genau, ich habe so mein ganzes Leben versungen auf dieser Schaukel. Also würde ich mal sagen, Musik steht an ganz erster Stelle. Was liebe ich an meinem Beruf? Also wenn man jetzt hier sehen könnte, was hier gerade passiert, dann liebe ich zum Beispiel das. Wenn ich nervös bin und es ist total heiß, dann wird da einfach jemand hingestellt und der wedelt. Oder ich gehe ganz K.O. in die Maske und setze mich in den Stuhl und dann werde ich schön gemacht. Oder meine Haare sind immer so ein Ding, ne? Die sind ja immer sehr platt und wenig. Und dann gehe ich dahin und kriege so eine Perücke oder eine Glatze. Toll. Aber natürlich auch allgemein. Also ich komme hier hin und darf einfach die Dinge tun, die ich gerne mache. Nämlich spielen, Musik machen, mich mit Leuten umgeben, tanzen, Dinge ausprobieren. Und das ist natürlich in Rollen immer was ganz Cooles, wo man Sachen erfährt, auch über sich, wo man selber denkt oder ich selber denke, wusste ich jetzt gar nicht über mich, dass ich das kann. Oder ja, oder dass ich das nicht kann. Es ist einfach ein total spannender Beruf. Und es ist natürlich auch super toll, wenn man auf der Bühne steht und gleich mitkriegt vom Publikum, wie das so ankommt. Also wenn man Leute berühren kann und irgendwie sieht tatsächlich, wie Menschen anfangen zu weinen, weil sie so an der Geschichte dran sind. Oder ja, wie natürlich ganz laut gelacht wird. Oder wie es manchmal auch ganz, ganz still ist. Das alles liebe ich an meinem Beruf. Natürlich die ganz große, egal welche eigentlich. Also eine ganz große Liebe, einen ganz großen Schmerz oder ganz großes Glück. Eigentlich sind wir natürlich die positiven Emotionen lieber, weil man muss ja auch ein bisschen haushalten damit. Also wenn man das so probt und dann so ein Stück spielt und probt, wo man ganz viel Leid erfährt oder so, das nimmt man schon auch mit nach Hause. Also es ist dann irgendwie auch so ein Prozess, wo man mehrere Wochen leidet. Und das mag ich zwar auch, aber natürlich ist es irgendwie toller, wenn man mal so richtig großes Glück spielt und das mit nach Hause nimmt. Oder die große Liebe und da noch mal einen Schwung mit nach Hause nimmt. Also ganz große Emotionen, finde ich super.